Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich NT32 eine Haltestelle aufgerüstet mit Vertikal- und Dachbegrünung und auch neuen digitalen Medien. Da sind also auf dem Dach 7 Sedumpflanzenarten, die auch blühen. Nicht nur für die ökologische Lunge hier in Frankfurt, fast im Zentrum der Stadt gut, sondern auch für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln. Die Wandbegrünung ist nicht wie die Sedumpflanzen nur vom Regenwasser nährbar, sondern sie braucht extra Wasserversorgung. Die Sitzbank ist ausgebaut worden und ein neuer Sitzbankkasten ist eingebaut worden mit einem 500 Liter Wassertank, der die Pflanzen bewässert. Es sind ca. 12 verschiedene Pflanzen, Blühpflanzen wie Aster, Taglilie, Glockenblümchen, aber auch Moose. Somit ist bei der Dachbepflanzung und auch bei der Vertikalbegrünung die Möglichkeit, dass CO2 gefiltert wird und aber auch Feinstaub herausgefiltert wird. Ich war hier in dem Projekt MobiHub für die technische Umsetzung von zwei Neuerungen mitverantwortlich. Eine technische Neuerung ist der neue Infobildschirm, den wir installiert haben. Auf dem Bildschirm sind Echtzeitinformationen dargestellt, einmal die Straßenbahn an dieser Station, aber auch alle weiteren Stationen der Umgebung, Bus, U-Bahn, S-Bahn und Carsharing, Bikesharing und Scootersharing-Angebote. Zweite technische Neuerung, die wir an der Haltestelle umgesetzt haben, ist die Verwendung eines elektronischen Papiers, also eines sogenannten E-Papers, zur Darstellung der Stationsfahrplans. Damit lässt sich sehr leicht, sehr schnell auf Änderungen reagieren. Wenn jetzt zum Beispiel eine Haltestelle, Schließung stattfindet kurzfristig, kann das sehr schnell eingespielt werden und auf diesem E-Paper angezeigt werden, beziehungsweise wenn ein Fahrplanwechsel stattfindet, muss nicht extra einer rausfahren und das Ganze austauschen.